Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 23. April 2024 besprechen. Und bevor das Video losgeht, wollte ich einmal Danke sagen an die ganzen Leute, welche den Channel abonniert haben. Ich hatte vor ein, zwei Tagen dazu aufgerufen, noch einmal bitte den Channel zu abonnieren. Und ich habe an diesem Tag, nach diesem Aufruf, mehr Abonnenten gemacht als in den vergangenen 2 Wochen, glaube ich. Also wirklich vielen Dank dafür. Ihr habt sehr viele Likes dagelassen, sehr viele Kommentare. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Das hilft auch dem Kanal unheimlich zu wachsen. Und nochmal vielen Dank dafür. Dann fangen wir jetzt an der Front an. Und die russischen Streitkräfte haben nach einigen Berichten, welche wir erhalten haben, auch sehr glaubwürdigen Leuten, welche die Berichte veröffentlicht hatten, Nowobachmutivka bereits eingenommen. Die Sicherung der letzten Stellungen wird im aktuellen Moment wohl laufen. Und Videobeweise haben wir aktuell noch kein aus Nowobachmutivka, weswegen wir die Karte noch nicht anpassen werden. Also wie gesagt, einige Berichte von sehr vertrauenswürdigen Mappern und Bloggern, welche unterwegs sind, aber Videobeweise noch nicht. Dass Nowobachmutivka gestürmt ist so schnell, kurz nach Achridne, scheint für mich logisch. Die Russen haben Momentum erwischt und spielen das voll aus. Natürlich ist auch die Moral in dieser Umgebung ziemlich gedrückt. Die 47. Brigade wird über die ganze Front verteilt. Also da ist wahrscheinlich auch nicht alles in Lot, sagen wir mal so, also viele Streitigkeiten innerhalb der Armee werden es sein. Und wenn wir einmal Richtung Achridne sehen, wie kann es sein, dass die russischen Streitkräfte so schnell in Achridne eingeritten sind und wirklich alle Stellungen hier bis ins Zentrum innerhalb von einem Tag einnehmen konnten? Und dies kann halt nur geschehen sein, wenn in diesen Stellungen gar keiner war. Wir sehen, wir hatten gestern die Videos, wie die russischen Soldaten hier die Flagge gehisst haben und wenn wir uns angucken, wie sie hier stehen, wie sie laufen, also die befürchten ja gar nichts. Also die stehen da, als wäre die ganze Stadt schon deren. Und das kann halt nur sein, wenn sie wissen, dass dort keine Soldaten sind. Also allem Anschein nach haben die Soldaten der 115. Brigade sich nicht nur ins Zentrum von Achridne verzogen, sondern sind direkt komplett durchgezogen Richtung Arkhangelsky und beispielsweise Novoalexandrivka. Also in diese 2 Dörfer sind sie halt weitergegangen, vielleicht auch Richtung Keramik. Aber am logischsten wäre für mich Nowa-Alexandrivka und Archangelski. Und die Kämpfe gehen nicht weiter, eher die Sicherungen gehen gerade in Achridne weiter. Also ist eine ziemlich, also nicht eine ziemlich große Stadt, aber schon eine größere Stadt mit vielen Häusern. Das dauert, das alles zu sichern. Und ich denke, spätestens übermorgen, wenn wir dann den Bericht vom russischen Verteidigungsministerium erhalten, dass Achridne komplett unter russischer Kontrolle ist. Und nochmal zu meiner Theorie bezüglich der 115., weshalb also, dass hier keine Soldaten mehr waren. Das spielt halt sehr gut zusammen mit dem Bild, mit den Berichten, welche wir erhalten haben, über die Unzufriedenheit, über die Streitigkeiten, sage ich mal, also um die ganzen Probleme innerhalb einiger Brigaden, welche jetzt gerade an der Front sind. Und da hatte ich noch einen spannenden Bericht gelesen dazu von einem Analysten, einmal dazu erwähnt, ein ziemlich prorussischer Analyst, und der hat die Situation geschildert, dass er nach seinen Informationen die 115. Brigade aus Achridne komplett rausgegangen ist und die 47. in diesem Gebiet übernehmen sollte. Da aber vor einigen Tagen, am 21. um genau zu sein, die Rotation der 47. Brigade eigentlich stattfinden hätte müssen, sie die, wie soll man sagen, die Befehle verweigert haben. Und sobald sie kurz bevor sie in Achridne waren, gesagt haben, nein, das werden wir nicht machen. Sie wussten natürlich auch, wie es um die Stadt steht. Und die 47. weiß auch, dass sie keine Sturmbrigade ist. Also die 47. Brigade ist eine Brigade, die hält die Stellungen. Und wir sehen natürlich einige Konteroffensiven mit den Bradleys, vor allem welche die 47. Brigade hat. Ist ja auch eine mechanisierte Brigade und keine Sturmbrigade, was sehr wichtig zu erwähnen ist. Aber im Großen und Ganzen operieren sie halt mit den FPV-Drohnen. Und das haben wir ganz stark in Berdici gesehen. Also die meisten Aufnahmen waren von der 47. Brigade. Und die sind halt mit der FPV-Drohne gut, können mit einem kleinen Squad kontern, also in einem Bradley rein, 8 Personen und dann zack, ab geht's. Das können sie eventuell ganz gut. Aber Sturmoperationen in einem Nahkampf mitten in der Stadt, das ist halt nicht deren Fachgebiet. Das muss man einfach dazu erwähnen. Dann gehen wir Richtung Nowa Kalinowa. Hier haben wir von den russischen Streitkräften keinerlei Informationen über Bodenoffensiven erhalten. Wir haben einige Artillerieeinschläge aus diesem Gebiet erhalten, aber ansonsten nichts Weltbewegendes, was hier gerade passiert. Der Fokus liegt gerade ganz stark auf Achridne und Nowobachmutivka. Dann müssen wir noch einmal springen. Ich weiß, das mögen nicht viele, aber das ist jetzt leider zwingend nötig.
und zwar Richtung Krasnagorivka. Und nach Syriac Maps haben die russischen Streitkräfte in dieser Grauzone, welche wir markiert haben, nördlich der Valutina Straße in diesem Gebiet, bereits alle Stellungen gesichert. Und die Bodenkämpfe gehen weiter. Wir kriegen weitere Berichte, dass die russischen Streitkräfte hier nördlich weiter vorrücken müssen und vorrücken werden. Also in dieses Gebiet, in diese Hochhäuser hier, in diese, was ist das alles noch? Ja, einige Wohnblöcke, welche hier sind. Und dort werden die nächsten Operationen wohl stattfinden der russischen Streitkräfte. Und wir sehen, die Artillerie ist auch ziemlich aktiv in Krasnagorivka, okay, in dem Fall ein Tulpan-System, also ein Mörsersystem, welches hier in der Gegend arbeitet. Und wir sehen, dass Krasnagorivka wirklich überall sind Rauchwolken. Wir sehen massive Angriffe. Und man darf nicht vergessen, wir kriegen nur einen Bruchteil mit von dem, was an der Front passiert bezüglich den Bombardierungen. Und wir, also ich würde schätzen, wir kriegen nicht mal 10% von den Videos, welche wirklich da sind. Das muss man dazu sagen. Also wir sehen überall Einschläge der Mörser, der Tulpan in diesem Gebiet. Und das geht halt den ganzen Tag so, das darf man nicht vergessen, den ganzen Tag und die ganze Zeit kommen solche Bombardierungen und bald werden wahrscheinlich auch noch die FAPs in dieses Gebiet vermehrt kommen. Dann können wir jetzt wieder routiniert weitermachen, sagen wir es so, die ukrainischen Streitkräfte greifen Richtung Niewelski mit den Drohnen wieder an, also ziemlich aktiv sind die ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet. Und wir hatten gestern noch in den Kommentaren mit einigen Leuten darüber diskutiert, Minen mit den Drohnen rüberzubringen und genau hier haben wir so einen Roboter zufälligerweise heute erhalten, welcher die Minen dann auf die Straße bringt und so braucht man nicht mal mehr Leute, also Soldaten, welche die Minen anbringen. Es gab auch vorher schon Methoden, um aus der Ferne zu verminen, aber das ist natürlich viel kosteneffizienter. Dann weitere Einschläge der ukrainischen Streitkräfte in Donetsk. Man merkt, dass die Ukrainer jetzt die HIMARS-Raketen erhalten haben, auch heute schon. Wir haben vermehrt HIMARS-Angriffe gesehen, auch Berichte über viele HIMARS-Angriffe. Und das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Und diese Kräfteverhältnisse der Artillerie werden jetzt für die nächsten Monate auf jeden Fall ausgeglichener sein. Sagen wir es mal so. Auch Richtung New York gehen die Angriffe der russischen Streitkräfte weiter. Wir kriegen weitere Artillerieeinschläge und in dem Fall RBK 500, die Streumunition, welche Richtung New York einschlägt. Hier haben wir das Video, wie die Klassenmunition in den Waldstück hier einschlägt. Und ansonsten war es das Richtung New York. Kurdumovka sind die Aktivitäten ein bisschen runtergefahren, nennen wir es mal so. Und in Kastantinivka hatten wir einen Brand lokalisieren können, beziehungsweise Blogger konnten einen Brand entdecken Richtung Kostantinivka. Was aber genau gebrannt hat in diesem Gebiet, kann man nicht sagen. Es waren halt Satellitenaufnahmen, welche den Brand symbolisiert hatten. Ansonsten liegen keine weiteren Informationen diesbezüglich vor. Dann Richtung Chastav Yar unter Ivanovsky haben wir von den ukrainischen Streitkräften einen Konterangriff gesehen. Und zwar sehen wir hier zwei Soldaten, welche die Schützengräben hier klären. Und sie sichern halt die Schützengräben und natürlich sichern die nicht einfach so, sondern die waren vorher nicht drin und anscheinend waren dort russische Soldaten vorher drin. Und danach haben wir auch ein Video erhalten, genau wie diese zwei Soldaten beim Sichern der Schützengräben mit einer Artilleriegranate in diesem Fall getroffen werden. Also allem Anschein nach, wir haben jetzt keinerlei Beweise, dass die russischen Streitkräfte entlang dieses Waldstückes gerade noch da sind, auch nach dem Artillerieeinschlag. Deswegen lassen wir die Karte erstmal so, wie sie ist und behalten das Gebiet unter ukrainischer Kontrolle. Dann Richtung Chasav Yar. Wir kriegen Meldungen, dass die Bombardierungen stark weitergehen und einige Blogger sprechen bereits von mindestens 40 FAPs, welche am Tag auf Chasav Yar einschlagen. Hier Konditere, welcher behauptet 40 FAPs pro Tag. Also das ist unfassbar. Also 40 Stück auf so eine kleine Stadt, sage ich mal. Das ist schon nicht wenig. Dort schafft man auf jeden Fall den einen oder anderen Quadratmeter damit abzudecken. Und ist natürlich für die Psychologie der Soldaten, welche gerade dort stationiert sind, natürlich alles außer gut, wenn man weiß, dass die ganze Zeit so 1,5 Tonnen Bomben auf einen einregnen. Vor allem mit so einem Krater, das macht auf jeden Fall psychologisch was mit den Leuten. Dann generell aus Kanal weniger Informationen. Die Bodenoffensiven werden jetzt aktuell wahrscheinlich noch nicht stattfinden. Wir sehen einige Artillerieeinschläge auf Chasav Yar. Auch die Artillerie ist hier gut am Arbeiten, also sehr viel am Arbeiten Richtung Chasav Yar, auch im Kanal. Aber wie soll man sagen, es ist halt die Routinearbeit, um den Druck aufrechtzuerhalten. Jedoch sehen wir jetzt keine Versuche der Bodenoffensiven, sagen wir es mal so. Dann einige Videos aus dem Osten von Kanal haben wir erhalten. Hier sehen wir einige ukrainische Soldaten, welche durch den Kanal laufen und hier das Stadtteil filmen, sagen wir es mal so. Wir sehen einige Einschläge von der Artillerie der russischen, als es dunkler wurde.
Also ja, eine ziemlich angespannte Lage, dennoch keine Bodenoffensiven in Sicht. Dann kriegen wir noch weitere Videos von den russischen FPV-Drohnen, welche genau diesen Weg Richtung Kanal hier unter Feuerbeschuss nehmen und hier die gepanzerten Fahrzeuge und alle Fahrzeuge, welche Richtung Kanal wollen, angreifen. Genau die gleiche Situation haben wir Richtung Iwanowski. Die russischen Streitkräfte sind hier ziemlich aktiv mit den Drohnen auf den Versorgungswegen. Ansonsten wäre es jetzt erstmal aus Chasiv Yar, also nicht allzu viele Informationen. Ich denke, die nächsten Tage wird es hier ein bisschen ruhiger sein in Chasiv Yar. Die russischen Soldaten werden sich neu gruppieren. Natürlich gab es auch Verluste bei den Angriffen, welche dann erstmal ersetzt werden müssen, die Neugruppierung, und danach werden sie gucken, wie sie dort weiter agieren. Dann gehen wir weiter Richtung Siversk. Aus Siversk hatten wir nicht allzu viele Informationen. Richtung Razdolivka hatten die russischen Streitkräfte einige Artilleriegeschosse abgeschickt und wir sehen hier die Angriffe. Ach, eine FAB war das hier, entschuldigt, eine FAB in diesem Fall Richtung Razdolivka, ansonsten nichts Neues. Über den Angriff auf die ersten Häuser in Razdolivka ist bis jetzt noch nichts bekannt. Allem Anschein nach wurden die russischen Streitkräfte hier gekontert aus diesem Gebiet. Auch die Angriffe Richtung Wiemka entlang der Eisenbahnschienen gehen weiter. Wir sehen einige Videos der MLRS, welche hier in diesem Gebiet arbeitet, der russischen Soldaten. Wir können uns das Video einmal angucken von den Einschlägen. Also eine ziemlich aktive Gegend, sage ich mal. Also die ukrainischen Soldaten entlang den Eisenbahnschienen werden schon unter Druck gehalten. Jedoch kriegt man von den Ukrainern ziemlich wenig in dieser Richtung mit. Also ich weiß nicht, ob die einfach die Videos nicht veröffentlichen, aber wir kriegen halt kaum FPV-Drohneneinschläge in diesem Gebiet, vor allem entlang den Eisenbahnschienen und Richtung Fedorovka, Razdolivka, genauso wie in Verkhnekamjansk in der Gegend. In Belogorovka sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Hier kriegt man schon ab und zu mal ein Video von den ukrainischen Streitkräften zu sehen. Und hier haben wir passend ein Video, wie die Artilleriesysteme der russischen Streitkräfte hier zerstört werden. Ein Mörsersystem, Tulpan. Ob es ein Heimars war oder nicht, ist jetzt nicht zu erkennen. Nach der Explosion könnte es sein. Aber wir sehen, wir kriegen jetzt verstärkt Videos in der nächsten Zeit von den ukrainischen Streitkräften, wie sie hier mit der Artillerie angreifen. Ansonsten Belogorovka einige Artillerieeinschläge, ansonsten nicht viel mehr in diesem Gebiet. Aus Terni haben wir nichts erhalten. Und jetzt werden wir da weitermachen, wo wir gerade aufgehört hatten. Aber wo wir jetzt gerade in Donetsk sind, hier hatten wir noch ein spannendes Video bezüglich einem Leopard 2A6, welcher aktuell repariert wird und später danach für den 9. Mai bei der russischen Parade am Roten Platz dann vertreten sein wird. Und ja, es ist halt ein riesiger Propagandasieg, sage ich mal, für die Russen in diesem Fall, wenn sie in Moskau auf dem Roten Platz bei der Militärparade einen deutschen Panzer rollen lassen. Ist halt ziemlich, soll man sagen, ziemlich paradox, sagen wir es mal so. Und das wird auf jeden Fall die Kampfmoral auf der russischen Seite, nehme ich an, ziemlich stärken, solche Aktionen. Und Putin wird an noch mehr Beliebtheit gewinnen nach sowas. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dann hatten wir gerade in Krasnogorivka aufgehört und wir gehen weiter Richtung Novomichailovka. Aus Novomichailovka kriegen wir immer mehr Videos, wie die russischen Streitkräfte hier die Flaggen hissen. Einige alte Videos sind dabei noch in den Aufnahmen und aus dem Westen von Novomichailovka haben wir noch eine Aufnahme erhalten. Wo ist denn das? Ja, okay, alles eher ältere Videos. Okay, entschuldigt, ich dachte, das wären die neuen. Das sind die älteren Videos. Dann einige Trophäen aus Novomichailovka, die russischen Streitkräfte präsentieren hier, was sie alles, das Video können wir leider nicht angucken, was sie alles gefunden haben an Equipment von den ukrainischen Soldaten. Und die FPV-Drohnenangriffe Richtung Paraskavgivka gehen weiter. Wir sehen, die russischen Streitkräfte wollen hier die Gebiete sichern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Richtung Paraskavgivka bald die nächsten Operationen laufen. Dann die 79. Brigade gibt hier einige Statements ab, dass das in Novomichailovka wohl ziemlich doof gelaufen ist, um das nicht so schlimm auszudrücken, sagen wir es so. Also ziemlich doof gelaufen. Man gibt hier den Kommandeuren die Schuld, einigen bestimmten Leuten, dass die sich schon viel früher Richtung Konstantinivka zurückgezogen haben und denen das egal war, was mit Novomichailovka passiert etc. Aber ihr könnt euch den Bericht gerne auf der Karte selbst durchlesen. Recht spannend, natürlich jetzt nichts Zuverlässiges, ob das wirklich so war, sagen wir es so. Muss man immer vorsichtig betrachten. Vuhledar gehen die Drohnenangriffe der russischen Streitkräfte weiter und einen Angriff der ukrainischen Drohnen haben wir auch erhalten. Aber die Videos können wir uns aufgrund der Todesfälle hier nicht angucken. Dann in Odajaine sehr starke Aktivitäten wieder mal. Wir sehen, dass die russischen Streitkräfte hier entlang Odajaine, entlang den Feldern und den Bauernhöfen in diesem Gebiet südlich von der ersten Straße die Stellungen angreifen der ukrainischen Soldaten sehr stark.
Weitere FAB-Angriffe in diesem Gebiet. Hier sehen wir das auf den Videos, teilweise auch ein bisschen ältere Videos dabei, welche wir erst vor kurzem erhalten haben. Und wir sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte auch ein Equipment verlieren. Hier wird ein ATGM verwendet, um einen Panzer und den MTLB der ukrainischen Streitkräfte zu zerstören, entlang des Waldstückes östlich von Oder-Scheine. Dann Richtung Gallipoli haben wir nicht allzu viel erhalten. Aus Mirne wurden Mörser zerstört, aber ansonsten nichts Wichtiges. Eher die Routinearbeit wieder mal, welche hier vonstatten geht. Und aus Rabotine haben wir die Meldung erhalten, beziehungsweise eine Geolokalisierung vorführen können, dass die ukrainischen Streitkräfte hier die russischen Soldaten angreifen. Und zwar genau in diesem Gebiet. Ich spule mal beim Video ein bisschen vor. Wir sehen hier die Drohnenaufnahmen der ukrainischen Drohne. Und das Video geht ein bisschen länger, das könnt ihr euch gerne auch auf der Karte angucken. Hier sieht man den Vorstoß der russischen Streitkräfte und dieser Vorstoß war genau hier in diesem Gebiet. Also allem Anschein nach haben die russischen Streitkräfte dieses Gebiet hier gesichert. Wir werden die Karte anpassen, sobald es einige Beweise dafür gibt, dass die russischen Streitkräfte sich dort halten konnten, entlang des Schützengrabens dort. Ansonsten nichts Neues aus Rabotine und wir gehen weiter Richtung Cherson. Und dort hatten wir ein ganz spannendes Video halten von der ukrainischen Seite als allerersten HIMARS-Einschlag. Sehen wir hier, können wir uns einmal angucken, die Explosion. Also hier wurde es gefunden und dann haben wir den HIMARS-Einschlag. Ein sehr spannendes Video, wie ich finde. Also die HIMARS ist schon auf jeden Fall teuer zu verschießen, sagen wir so, also sehr teuer zu verschießen, aber sehr effektiv und auch sehr genau. Das ist schon eine sehr gute europäische Waffe. Ich glaube, das kann man so sagen, da sind wir uns alle einig. Dann in Kasachi-Lageri haben die ukrainischen Streitkräfte allem Anschein nach mit einer Drohne hier eine Flagge platziert. Natürlich aus PR-Zwecken, dass dann halt für die russischen Soldaten in diesem Gebiet dann nicht so gut, sagen wir mal. Also die Reputation sinkt für die Brigade und oder den Bataillon, welcher dort agiert. Und das haben die ukrainischen Soldaten dann aus PR-Gründen, Propagandagründen veröffentlicht. Ansonsten nichts Neues mehr aus diesem Gebiet. Jetzt kommen wir zu den strategischen, besser gesagt politischen Nachrichten. In Odessa gab es einige Einschläge, was genau getroffen wurde. Darüber liegen aktuell keine Informationen vor. Wir sehen heftige Brände. Und wenn wir uns die Videos angucken, dann sieht das, ist natürlich im Hafenbereich. Und auf einem Video sieht man einige Ölfässer. Das sind, glaube ich, Ölfässer, diese roten. Wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber ich meine, genau in den Dingern wird Öl aufbewahrt. Und ist alles direkt am Hafen. Also riesige Brände, dort wurde auf jeden Fall einiges an Equipment, eventuell auch Treibstoff zerstört. Einen weiteren Einschlag und das haben wir erhalten. Aber nur die Aufnahme von einem Zivilisten, welcher den Einschlag von Weitem gefilmt hat, was genau getroffen wurde, weiß man hier nicht. Dann gehen wir Richtung Kharkiv. Und aus Kharkiv haben wir auch einige Informationen, welche wir jetzt eben besprechen werden. Und hier fangen wir an, und zwar der Masno behauptet, dass die Situation in dem Gebiet Sumy Kharkiv gar nicht so angespannt ist, wie sie eigentlich hätte, wie sie eigentlich dargestellt wird in den Medien bezüglich der Offensive Richtung Kharkiv. Ich glaube auch, dass eine Offensive Richtung Kharkiv kommen wird dieses Jahr. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Ob das die erste Offensive wird oder nicht, das weiß ich nicht. Also da habe ich keine Meinung zu, weil die zwei Blogger sagen das eigentlich ganz richtig. Wir haben halt keinerlei Aufnahmen über eine massive Truppenkonzentration in diesem Gebiet. Das wird man auf jeden Fall sehen. Wir haben zwar einiges an Equipment, was in diesem Gebiet ist. Ja, das stimmt, aber halt keine Aufnahmen von Soldaten, welche dort untergebracht sind. Also da haben sie schon recht. Natürlich können sie auch in zivilen Klamotten dort irgendwo in irgendwelchen Häusern schlafen, aber man kriegt nicht einfach so Dutzende von Tausenden Soldaten in diesem Gebiet unter, ohne dass das einer mitkriegt. Also die Information hätte man schon lange, vor allem der ukrainische Geheimdienst hätte diese Information schon sehr lange und auch die Drohnen sind natürlich in der Gegend aktiv und beobachten das Geschehen. Dann des Weiteren haben wir ein Video erhalten und zwar, wo der Fernsehturm hier getroffen wurde mit der Rakete und ich habe jetzt leider vergessen, welche KH, also welche Rakete das genau war. Ich glaube die X9, KH-39 in diesem Fall, Laser-Guided. Also wo Laser angelasert, um die Genauigkeit zu verbessern. Und diese Aufnahme wird wahrscheinlich eine russische sein von den Soldaten oder dem Geheimdienst, welcher dort operiert, um dann den Einschlag zu filmen, um das dann natürlich zu beweisen. Dann in der Umgebung Sumy haben wir eine Meldung erhalten, dass, also nur ein Gerücht, das ist jetzt keine offizielle Meldung oder so, aber der Verkauf von Alkohol wird hier verboten. Und ja, also Alkohol darf hier nicht mehr verkauft werden. An allem Anschein nach rechnen wirklich sehr viele Brigadengeneräle, sehr viele
hohe 5 Sterne generiert, wie man es auch nennen will, darauf. Und die spekulieren wirklich darauf, dass der Gegend Richtung Sumy und Richtung Kharkiv wirklich eine Offensive kommt in naher Zukunft. Aber wie gesagt, die Truppenstärke ist noch nicht da und ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich im Mai eventuell kommt. Ich denke so im Spätsommer. Da könnte sowas kommen. Vorher glaube ich persönlich nicht aktuell. Schreibt auch gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und die Vorbereitung der Kämpfe gehen weiter. Und zwar buddelt man sich immer weiter ein und versucht die Verteidigungsstellung hier an der russisch-ukrainischen Grenze weiter zu verschärfen. Aus Kiew haben wir auch einige Meldungen. Wir werden jetzt ein, zwei eben anschneiden hier. Die fand ich jetzt nicht allzu wichtig alle hier. Ja, der Mobilisierungsprozess geht weiter. Um die 200, 250.000 Soldaten werden auf jeden Fall mobilisiert in dem Falle. England möchte ein weiteres Hilfspaket schicken im Alleingang um die 600 Millionen Dollar. Einige Scalp-Raketen werden auch dabei sein. Und danach weitere Analysten, unter anderem auch der Röpke. Ich weiß, den in den Kommentaren finden nicht viele so gut. Ich mag den jetzt persönlich auch nicht, aber der hat auf jeden Fall eine, soll man sagen, eine Stimme, die wird gehört in Deutschland. Daher hat er schon so eine gewisse Macht, sage ich mal, was die Meinung angeht. Und der behauptet auch, dass die Hilfen gar nichts bringen werden. Das habe ich auf sehr vielen Kanälen gehört. Und ich bin auch der Meinung, dass 60 Milliarden, wovon nur ein Bruchteil wirklich an Waffen rausgeht, davon geht natürlich auch viele Milliarden in die Infrastruktur. Es müssen Löhne gezahlt werden an die Soldaten. Also in die Verwaltung etc. Das muss ja alles laufen. Reparaturen etc. müssen ja auch laufen. Also es wird nur ein Bruchteil davon ankommen in der Armee. Und wie lange werden diese 60 Milliarden, natürlich nicht die gesamten 60 Milliarden für die Armee, aber wie lange wird das Geld reichen? Es braucht alle paar Monate ein 60 Milliarden Paket, um die Situation langfristig zu stabilisieren in diesem Gebiet. Und weitere Berichte erhalten wir von pro-ukrainischen Quellen, dass die russischen Electronic Warfare, also die elektronische Kriegsführung, hier wohl ziemlich effektiv ist und dass viele Waffen aufgrund dieser EW-Waffen der russischen Streitkräfte gar nicht an die Fahrzeuge etc. rankommen. Ich persönlich hätte das jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die bringen jetzt vielleicht ein bisschen was, aber dass sie jetzt sehr effektiv sein würden, das weiß ich nicht. Das kann ich mir schwer vorstellen, aber scheint wohl so zu sein. Dann aus Europa hatten wir auch noch einige Videos erhalten. Und zwar sehen wir hier die M2A2 Bradleys der Amerikaner, welche kurz vor der ukrainischen Grenze darauf warten, nur dass Joe Biden alles unterschreibt und die Bradleys danach in die Ukraine können. Und passend dazu hat dann Shoigu, der Verteidigungsminister Russlands, gesagt, dass sie die Lagerhäuser gezielt angreifen werden und die Lieferungen auch angreifen werden, um das ganze Equipment, sobald es die Ukraine betritt, zu zerstören. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die russischen Streitkräfte gerade einen Fokus drauf haben, auf den Westen der Ukraine, genau auf dieses Gebiet, an der polnischen Grenze vor allem, die Lieferungen abzufangen und so viel zu bombardieren wie möglich. Natürlich werden sie überall ihre Agenten jetzt in diesem Gebiet haben, um zu gucken, wo kommt was. Auch in Polen werden sie einige Leute haben. Und ja, werden wir sehen, ob sie es schaffen. Dann bezüglich Waffen, wir haben eine Meldung bezüglich den F-16 und Dänemark möchte die 19 F-16 Jets wohl erst liefern, sobald sie ihre eigenen Kapazitäten mit der fünften Generation der F-35A Kampfjets aufgefüllt haben. Wie lange das dauern kann, dazu haben sie noch keine Angaben gemacht. Aber selbst wenn die F-16 kommen, ich glaube, das hatten wir schon sehr oft in den Videos thematisiert, die werden halt nicht absolut nichts, aber die werden nur bedingt was bringen und mehr Aufwand, glaube ich, sein, als sie bringen. Sagen wir es mal so. Also es gibt kein Flugfeld aktuell. Die F-16 braucht ein sauberes, langes, glattes Flugfeld. Da darf kein Dreck drauf liegen. Also das ist jetzt keine Su-24, die gefühlt von im offenen Wald aus starten kann. Also eine Su kann auch auf der Autobahn landen. Eine F-16 kann das nicht. Sie brauchen wirklich ein sehr, also aufgrund der Modernität des Flugzeuges, braucht es halt ein sehr sauberes, sehr langes und ein sehr gerades Flugfeld, um überhaupt abzuheben und landen zu können, ohne teure Schäden zu verursachen. Ansonsten war es das auch mit den politischen Meldungen. In Warschau sehen wir Menschenmengen, welche den Pass, also von jungen Männern, welche den Pass verlängern wollen. Und allem Anschein nach ist das bei den wehrpflichtigen Männern nicht möglich. Sie können das nicht machen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein eigenes Video wert. Also die Situation ist viel zu komplex, um die jetzt hier in ein paar Worten zu erklären. Ansonsten war es das von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.